Heute schauen wir uns nochmal eine Produktkategorie an, die viele Leute vor allen Dingen jetzt im Frühjahr interessieren. Und zwar geht es um Lackversiegelung. Und ich denke mal, viele von euch wollen auch ein Produkt, was einfach in der Anwendung ist, was super schnell damit auch aufzutragen ist und was eine vernünftige Performance liefert über diese Zeit hinweg, in der ihr die Versiegelung drauf habt. Und ich bin auch ein Fan davon, wenn es einfach schnell geht und immer gut funktioniert. Und da schauen wir uns heute mal hier das Surfaces 365 Spray Coat an. Das ist hier ein sprühbares Versiegelungsprodukt, was bis zu ein Jahr Standzeit liefern soll. Wird einfach nur aufgesprüht und ganz einfach verarbeitet. Und deswegen bin ich da echt sehr interessiert und bin gespannt, wie sich das hier schlägt. Schauen wir uns gemeinsam an. Ist auch eine komplett frische Verpackung. Ihr seht hier oben noch komplett zugeklebt. Bin ich mal gespannt, was wir dann alles hier im Paket finden. Insgesamt sind hier drei Sprühköpfe mit am Start. Ich stelle die mal auf den Topf, damit die hier nicht vom Hocker herunterrollen. Und ansonsten nichts weiter in der Verpackung, außer hier das Spraycoat selbst. Hier sind 75 Milliliter drin und vom Preis her gibt es einmal eine 75 ml Variante und eine etwas größere Variante. Wer halt mehr braucht, kann auch zur 250 ml Variante greifen. Die größere kostet ca. 39 Euro und diese kleine Flasche, die mir hier auch zum Testen völlig ausreicht, kostet 13 Euro. Das ist vom Preis her, wenn man das mal hochrechnet, relativ teuer. Wenn man es einfach mal auf den Literpreis hochrechnet, aber der Verbrauch ist ja relativ gering eigentlich. Und wenn man hier halt ein Jahr Standzeit bekommt, finde ich das jetzt vom Preis her eigentlich gar nicht so schlimm. Aber dazu muss es auch das Jahr halten. Und das findet man in dem Test heraus. Noch ein paar interessante Infos. Es ist halt eine hybride Sprühversiegelung und die lässt sich auf allen lackierten Oberflächen nutzen. Von Autos, Motorrädern, Karawanen, auch Yacht zum Beispiel. Und einfache und schnelle Verarbeitung. Beste Glanzergebnisse und langanhaltender hydrophober Effekt. Und da bin ich echt gespannt, wie sich das schlägt. Auch minimaler Verbrauch, silikonfrei und die Verarbeitung ist hier wirklich sehr, sehr easy. Deswegen sage ich es nochmal dazu. Unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Basen. Also ihr könnt auch theoretisch hier mit einem Insektenentferner arbeiten zum Beispiel. Das werden wir auch in Zukunft noch herausfinden. Erstmal jetzt hier zur Anwendung und dazu gehen wir auf die Motorhaube und dann gebe ich euch alle Infos hier, wie man das richtig einsetzt. Wenn ihr so eine Versiegelung drauf macht, die auch eine gewisse Standzeit bieten soll, dann bereitet die Haube wirklich so gut wie es geht vor. Also auch schön waschen, die ganzen Kontaminationen runterreinigen, Teerflecken, Baumharzflecken, alles runterreinigen, kneten. Und hier habe ich auch nochmal ausführlich poliert, damit wir auch wirklich die ganzen Lackverunreinigungen alle vom Lack runter haben. Auch nochmal komplett entfettet, das heißt, wir haben hier eine richtig schöne, reine, nackte und saubere Lackoberfläche und keine Restprodukte und auch keinen Restschmutz, der hier irgendwie das Ergebnis negativ beeinflusst. Also ich empfehle euch so und so immer, egal mit was ihr euer Fahrzeug versiegelt, schafft eine sehr gute Vorbereitung hier bei der Lackoberfläche. So, und dann kommen wir zum Produkt selbst. Insgesamt sind ja drei Sprühköpfe mit dabei. Wir brauchen heute den ersten sozusagen. Ganz wichtig, deswegen sind auch mehrere Sprühköpfe dabei. Wenn ihr das Produkt nutzt, dreht dann hier oben die Kappe ab. Dann kommt der Sprühkopf drauf, festdrehen. Dann nutzt ihr sozusagen das Produkt und im Anschluss bitte den Sprühkopf wieder demontieren, die schwarze Kappe drauf und vielleicht hier mit Wasser oder könnt auch Isopropanol Wassergemisch nehmen, hier den Sprühkopf sozusagen nochmal sauber machen, dass sich hier kein Restprodukt mehr in der Leitung und auch im Sprühkopf befindet, weil das härtet dann aus und der kleine Sprühkopf hier oben, das kleine Loch, das verschließt sich dann und dann ist der Sprühkopf sozusagen nicht mehr in den Einsatz zu nehmen und deswegen, wenn ihr länger was hier von diesen Sprühköpfen auch haben wollt, dann wirklich im Anschluss schön ausspülen und reinigen. Und da wir es jetzt gerade auch auseinanderbauen, kann man das auch direkt machen. Schütteln wir nochmal durch. Ansonsten, ich habe mir Handschuhe angezogen und dann einfach hier oben aufsetzen. Richtig schön festdrehen. Jetzt habt ihr das erstmal sicher und könnt somit schön am Fahrzeug arbeiten. Jetzt kommen wir zum Auftragen. Ich lege mir mal das Tuch hin, ich will mir nämlich nichts hier rübernebeln. Lackfläche ist ja auch komplett schon schön vorbereitet. Und auf der linken Seite werden wir nichts auftragen. Hier ist nur der normale polierte Lack, genauso auch wie hier. Und jetzt sprühen wir das hier gleichmäßig auf. Erstmal muss ich hier den Sprühkopf richtig aufladen. Jetzt haben wir hier eine gleichmäßige Schicht, falten hier das Tuch zusammen und jetzt bilden wir sozusagen einen geschlossenen Film aus. Haben eine schöne Verteilung auch dadurch, weil das Tuch halt auch gut Fläche macht. Und es ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Sprühversiegelung
Ja, und Coating, also oder Keramikcoating. Und jetzt müsst ihr das wirklich richtig auf Hochglanz polieren und dann sieht das sehr, sehr gut aus. Nehmt einfach ein schönes, kleines Mikrofasertuch, was auch schön weich ist, nicht zu dick, und dann können wir das gleichmäßig verarbeiten. Und ich finde, das lässt sich oder ließ sich ganz einfach machen. Vom Ergebnis her absolut klar, war problemlos und ihr braucht auch nicht massenweise Produkt nutzen, also nicht die ganze Fläche hier damit tränken. Von der Verarbeitung her ist das super einfach gewesen. Jetzt 6 bis 8 Stunden nicht Wasser aussetzen, auch nicht in Regen fahren. Lasst es in Ruhe ablüften und aushärten. Und dann können wir mal morgen dann, wir schauen in 24 Stunden oder noch mehr Stunden, 36 mal. Und werden mal hier die Lackplatte beurteilen und auch den Glanz und alles, was dazugehört. Aber jetzt lassen wir es in Ruhe ablüften. Bis morgen. So, dann bin ich schon wieder zurück. Fahrzeug konnte den ganzen Tag noch in Ruhe hier in der Sonne stehen. Und das Produkt konnte super ablüften, aushärten und alles, was dazugehört. Heute früh war ein bisschen Raureif hier auf dem Auto drauf. Man sieht es auch noch vielleicht hier an den hellen Spuren. Also das ist hier so ein leichter Flüssigkeitsfilm. Und jetzt nach der Herfahrt können wir uns mal anschauen, wie sieht es aus von der Lackplatte her. Ich gehe erstmal hier auf die unbehandelte Seite, also total rau. Hier ist einfach nur der glatte Lack. Und auf der Seite fühlt sich das auf jeden Fall ein bisschen weich an. Also das definitiv auf jeden Fall eine Lackglättensteigerung jetzt nach den 24 Stunden circa. Und ich gebe euch dann auch in den weiteren Updates immer wieder noch Infos über die Lackglätte. Ansonsten vom Look her muss ich sagen, ich sehe keinen Unterschied zwischen behandelter Fläche und unbehandelter Fläche. Also da gibt es hier vom Blauton, von der Farbkräftigung her, vom Glanz her, von den Lichtreflektionen ist für mich überhaupt kein Unterschied sichtbar. Auch draußen an der Sonne sieht es genauso aus. Also wenn der Lack in einem vernünftigen Zustand ist, habt ihr schon eigentlich das Maximum erreicht. Also da kommt hier mit dem Produkt nicht noch eine Lookverstärkung, ist jedenfalls so mein Eindruck. Aber Glätte ist auf jeden Fall gesteigert gegenüber unversiegelt. Und da können wir uns eigentlich schon an das Thema Abhärteverhalten ranwagen. Erstmal mit einem leichten Wasserfilm. Und denkt dran, die Seite hier von auf der linken Seite von euch aus gesehen ist auch poliert worden. Und da haben wir hier schon mal wenigstens die Abtrennung. Man sieht auch schön, wo das Klebeband war. Ja, genau hier die Kante. So, dann können wir mal schauen, wie sieht es jetzt hier aus vom Abperlverhalten. Also wir erzeugen auf jeden Fall ein ziemlich rundes Perlenbild. Hier auf der unbehandelten Seite sehen wir deutlich, das dauert wesentlich länger. Ich sprühe mal jetzt nur hier oben in den Bereich. Da können wir Folgendes beobachten. Von den Ablaufbahnen haben wir hier auf der unbehandelten Oberfläche natürlich jede Menge Tropfen. Auf der Seite sind die Tropfen ein bisschen runder, aber wir haben genauso auf den Ablaufbahnen Tropfen drauf. Also die hydrophobe Eigenschaft ist nicht auf dem extremen Top-Niveau, wie wir es zum Beispiel von anderen auch Sprühversiegelungen kennen. Ich lasse mal beide hier oben immer loslaufen. Also sieht man klar, dass es auf der linken Seite wesentlich länger dauert und die Tropfen richtig hier so eine lange Schnur bilden, und auf der Seite haben wir über die ganze Oberfläche verteilt den ähnlichen Effekt. Also hier haben wir auch so ein richtiges Streifenbild. Nochmal aus der Nähe, ungefähr hier ist der Übergang, das heißt hier haben wir das 365, hier haben wir den rein polierten und unversiegelten Lack. Also man sieht deutlich einen Unterschied, aber ich hätte mir hier noch ein bisschen mehr hydrophobe Eigenschaft gewünscht. Bei diesen ganz Feinheiten. Also das ist ja wirklich so die Königsdisziplin. Und jetzt können wir mal schauen, wie sieht es aus mit einer höheren Wassermenge, zum Beispiel mit einem Hochdruckreiniger. Und da sehen wir definitiv einen Unterschied, ganz klar. Also hier haben wir jetzt den sauberen Lack, beziehungsweise von gestern noch vorbereitet, bisschen Staub drauf und ansonsten auch hier sehen wir jetzt, dass hier ein paar Tropfen schon ein bisschen zu kämpfen haben. Also von der lackhydrophoben Eigenschaft her, dass es das Wasser abstößt und damit auch den Schmutz ein bisschen fernhält. Da habe ich ganz klar schon ein bisschen stärker Produkte gesehen, die das echt hier auch im Thema Wachsbereich zum Beispiel noch einen Tick besser machen oder bei Sprühversiegelung, Sprühwachs. Aber es ist ja nicht unbedingt entscheidend, dass das so extremst ausgeprägt ist. Die Standzeit ist entscheidend und wir erhöhen nochmal die Wassermenge. Vielleicht sehen wir da noch einen deutlicheren Unterschied.
Also wir haben kein extremes Beading, wir haben ein vernünftiges Sheeting, trotzdem bleibt auf der ganzen Fläche überall Wasser liegen. Und ich lasse jetzt nochmal so ein bisschen platzregenmäßig hier drauf fallen. So, dann haben wir jetzt folgendes Bild. Also wenn man jetzt es nicht genau wüsste, dass hier drüben was drauf ist, müsste man schon genau hinschauen, dass man hier einen schönen Unterschied erkennt. Man erkennt es an der Tropfenform, auch im oberen Bereich da drüben und hier. Aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr hydrophobe Eigenschaft gewünscht und es konnte auch lange genug aushärten und war überhaupt keine Belastung ausgesetzt. Und da hätte ich mir noch einen Tick mehr Performance hier an der Stelle gewünscht. Also man sieht hier auch schönes Sheeting, läuft schön gleichmäßig runter. Das Problem ist nur, so einen Fall habt ihr halt nie, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid. Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, habt ihr Regen. Und wenn das Wasser halt hier dann relativ schlecht runterläuft, habt ihr auch den ganzen Dreck, der hier drauf ist, der bleibt halt auch oben drauf und wird nicht runtergespült. Ihr braucht halt möglichst eine hohe hydrophobe Eigenschaft, dass hier das Wasser komplett runtergeblasen wird. Und wir können ja mal, einfach nur damit ihr versteht, was ich meine, einen kurzen Test machen, indem wir einfach mal hier drei Sprüher vom Synthetic Spraywax drauf machen, weil das ist halt immer so meine Referenz, wenn es darum geht, hydrophobe Eigenschaft auszubilden. Ich behandle mal jetzt nur hier den Streifen. Hier ist auch noch Wasser drauf gewesen, das heißt, verdünnt war es jetzt auch noch. Warten mal 2-3 Minuten, lassen das noch ein bisschen ablüften und dann schauen wir uns das nochmal an, wie das dann von hydrophoben Eigenschaft wirkt. So. Warten wir noch einen kurzen Moment, dass das ein bisschen ablüften kann. Und auch das müsst ihr so ein paar Minuten in Ruhe lassen. Aber wir können ja mal mit dem Wasser drauf gehen. Ja, und das ist genau das, was ich meine. Also hier haben wir jetzt von oben nach unten schöne Ablaufbahnen, überhaupt keine Tropfen drauf. Hier, was zurückbleibt, läuft einwandfrei runter. Und hier haben wir halt wirklich eine Oberfläche. Jetzt sieht man es auch nochmal deutlich. Also hier reinigt sozusagen das Wasser schon den Lack und da drüben bleibt halt von oben bis unten alles drauf liegen. Müssen wir einfach mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich mache gleich das Outro hier. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt hier zum 365, zum Spraycoat, dann gern unten in die Kommentare rein. Ich hätte mir die Leistung gerne noch ein bisschen stärker gewünscht. Dann würde es sich für mich auch die kleine Füllmenge und auch der Preis lohnen. Verbrauch ist möglichst gering, aber wenn ich dann das Ergebnis bekomme, ist es für mich nicht unbedingt zufriedenstellend, dass ich jetzt sage, okay, krass, da hole ich mir das jetzt hier für das Geld und haue mir das aufs Auto drauf. Also da bleibe ich immer noch ein Fan von solchen Sachen, die schnell anzuwenden gehen, wo man schnell mal nachlegen kann und die damit für mich auch ein bisschen besser von der Performance sind. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt mir eure Meinung unten rein. Habt ihr vielleicht auch schon im Test gehabt? Wie ist da euer Ergebnis? Ich mache auch damit nochmal einen Belastungstest. Aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, nach ein bisschen Wasser und etwas mehr Druck auch dahinter, fängt es schon an, ein bisschen schwächer zu werden. Und da muss man mal schauen, ob das jetzt wirklich ein Jahr hier auf meiner Fahrzeugseite hält. Und ich habe es ja noch nicht mal an der Seite im Test gehabt. Also das ist jetzt nur hier die Seite, die eigentlich kaum belastet wird oder mit am wenigsten belastet wird hier am Auto. Damit bis zum nächsten Video. Euer Sebastian von Kusan FR und haut rein. Ich freue mich auf euch beim nächsten Livestream, beim nächsten Video. Ciao.